voll, in die Presse. Voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Howdy ho, herzlich willkommen im regnerischen Podcast-Studio, verteilt auf drei Mittelklasse-Familienvans von Voll in die Presse, dem heute wirklich feucht-fröhlichen Presse- und Medien-Podcast. Es schifft, es grumpelt, es kann sein, dass wir hoffentlich werbewirksam zwischendurch mal vom Blitz getroffen werden, weil noch immer hängen hier Kabel aus unseren Autos. Und nach allem, was ich gelernt habe, ist der Faradaysche Käfig dann ziemlich im Arsch, wenn das passiert. Dann ziehen wir uns den Blitz hier schön. Der Beef sitzt am Fenster, der kriegt das als erstes ab. Damit herzlich willkommen, Beef Rogers. Hallöchen. Wenn der nach rechts ausschlägt, der Blitz, dann erwischt es den Herrn Sammer. Was? In seinem wunderschönen, güldenen Auto und setzt ihn on fire. Oder nach links, Herr Prollo Ferrari, der eh immer unter Strom steht. Herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag. Man merkt es. Voller Energie, voller Elan. Das muss am Wetter liegen. Ja, was für eine Zeit. Machen wir heute eigentlich so ein Film-Special, wie wir unter der Woche besprochen haben, oder machen wir hier Artikel? Ich wollte mal die Hörer so ein bisschen mitnehmen, was wir so unter der Woche bequatschen. Wir wollten ja mal überlegen, über Filme zu reden, die was mit Medien zu tun haben. Naja, wir wollen auf jeden Fall über Filme reden. Sagen wir mal so, die Diskussion war ja noch im Fluss, würde ich sagen. Ja. Aber als Medienpodcast war die Idee mit den Medien ja nicht so schlecht, aber da fielen uns jetzt nicht so viele ein. Also außer da muss das Gremium nochmal tagen. Ja, ich würde sagen, da jeder Film an sich ja schon ein Medium ist, hat jeder Film auch schon mit Medien zu tun. Oh, ja. Inception, oh, sag mal. Da geht's mal los. Hat einer Kreisel dabei. Nee, ja. Also ich habe eher auch normale Sachen vorbereitet, ja. Beziehungsweise kein Filmspezial. Aber das kommt noch, da hätte ich voll Bock drauf. Ja, mal so. Machen wir die nächsten Wochen irgendwann. Ja, okay. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen Homeoffice, dann erst noch ein paar Filme gucken wahrscheinlich nochmal. Ja. Oder machen das beim Henk am Lagerfeuer, wenn wir doch mal bei dem, oder so, hatte ich ja erzählt, mal eine Folge aufnehmen. Der wäre ja eigentlich so, der könnte ja das Ganze moderieren eigentlich. Der könnte ja da auch immer uns mal so ein paar Brocken hinschmeißen. Ja, der hat ja wahrscheinlich auch jeden Film, der jemals gedreht wurde, schon mindestens einmal gesehen. Ja. Also insofern. Und das Geile ist, da kennt wirklich selbst ein vermeintlicher Filmfreak 90% der Filme gar nicht, weil der schickt ja immer da seine Trailerpark-News und ich veröffentliche das immer schön, aber ich kenne die meisten Filme nie. Also ja, und der hat Drogen. Ja, und ein Lagerfeuer. Also ohne Katze. Hoffen wir auf gutes Wetter und machen bis dahin eine mit ein paar gefährliche Artikel. Kombination. Ich habe gerade schon was im Kopf. Ich glaube, der mag die Katze. Ich wäre aber sonst auch bei dem dabei, was du im Kopf hast. Hör, guck mal, meine Katze kann Wuff sagen. Das waren noch Zeiten, als man über sowas herzhaft lachen konnte und jetzt irgendwie. Ah. Ja. Okay, ich würde sagen, fire away, Beef. Ich habe mal auch was mit Medien im weitesten Sinne, also mit aktuellen Medien, also sprich Zoom-Konferenz. Ich fand es eigentlich ganz schön. Es ist jetzt an sich was, da hat sich ein guter Mensch im Rahmen eines Gerichtstermins einigermaßen blamiert. Und zwar geht es hier um den Richter Jeffrey Middleton. Der ist in St. Joseph County in Michigan. Da ist er Bezirksrichter. Alles relativ unspektakulär, hat aber seit April ist er auch auf YouTube unterwegs. Und da werden quasi dann auch können öffentliche Gerichtsverhandlungen können da einfach verfolgt werden über seinen Kanal. So als Livestream. Ja, genau. Das ist eine coole Idee eigentlich. Genau, das finde ich auch eine ganz witzige Idee, dass er das macht. Und das sind auch schon, auch während der es gab schon eigentlich ein paar lässige Livestream-Momente. Und der Richter, da kommen wir gleich noch dazu, ist scheinbar auch ein relativ lässiger Typ, was seine Kommentare angeht. Also hier hatten sie zum Beispiel, wird aufgewiesen, dass einerseits einmal ein Fall gewesen ist, wo der Angeklagte, der angeklagt war, weil er ohne Versicherung und ohne gültigen Führerschein Auto gefahren war, an der Verhandlung teilgenommen hat, während er Auto fuhr. Das also quasi vom Fahrersitz tendenziell ungeschickt. So macht's möglich. Ja, genau. Zweite Sache, was auch dann irgendwie war, dass also quasi dass das Opfer einer, also dass der Täter bei dem Opfer einer Gewalttat sich wieder während der Zoom-Konferenz im Haus des Opfers
Kopf was aufhielt. wo man auch so denkt, kann man schlauer sein. Und der war wahrscheinlich irgendwie wegen Belästigung oder sowas da. Ja, genau. Und was aber hier aktuell ist, und das ist halt ganz schön, und dann ist, da ist halt auch die Lässigkeit des Richters und so ein, offensichtlich auch so ein trockener Humor, dass er halt quasi bei einer aktuellen Gerichtsverhandlung im YouTube-Kanal hat er dann irgendwann nach 17 Minuten, wo dann verschiedene Beteiligte schon zum kurz ihre Aussagen machen durften, hat er dann quasi mit den Worten, dann holen wir diesen Kasper mal rein, einen weiteren Nutzer in den Zoom-Call eingelassen. Und er begrüßt ihn und fragt ihn nach seinem Namen. Der Mann nennt daraufhin seinen bürgerlichen Namen. Und der Richter fragt dann nach dem Pseudonym, das für jedermann sichtbar als Zoom-Namen verwendet wurde. Sie heißen also nicht Buttfucker 3000. Also für alle die, die jetzt nicht des Englischen mächtig sind, es ist schon einermaßen untere Schublade mit Buttfucker. Nein. Nein, ne? Also ich irgendwie... Da legt der Richter auch noch einmal nach und sagt, was für ein Idiot lockt sich so vor Gericht ein? Und der Mann versucht sich dann irgendwie zu rechtfertigen und stottert so ein bisschen vor sich hin. Schiebt ihn dann, wird darauf nochmal in den Warteraum, also in den virtuellen Warteraum geschoben, und ein paar Minuten später kann er dann unter seinem Klarnamen. Und parallel dazu sind natürlich dann auch schon Kommentare im Netz aufgewesen, und hoffentlich kommt er mit seinem Namen Buttfucker 3001 zurück und so weiter und so fort. Es stellte sich dann raus, der Mann versuchte es zu erklären im Sinne von, dass seine Schwester den Zoom-Account aufgesetzt habe und dass der zuvor angezeigte Spitzname ein Insiderwitz wäre, weil es der iPhone-Pairing-Name für seine Bluetooth-Lautsprecher sei. Und hat er noch ein bisschen rumgefahren. Wo steckt er die denn hin? Ja. Nicht in die Ohren, offensichtlich. Ganz offensichtlich nicht. Es ist traumhaft. Und er hat dann noch versucht, ein bisschen weiter rumgestammelt, und es ging dann irgendwie in die Buchse. Also insofern fand ich hier die Reaktion des Richters relativ lässig. Und wie gesagt, er hat ihn dann noch nach... am Ende der Verhandlung dann noch gebeten, dass er seine Schwester darauf hinweist, dass sie ihn fast wegen Missachtung des Gerichts ins Gefängnis gebracht hätte. Also Buttfucker 3000. Ja, pass auf, Beef. Ich muss unbedingt, das hatte ich jetzt gar nicht auf der Agenda, aber als du angefangen hast zu erzählen, ist es mir sofort eingefallen. Ich muss mich deswegen unbedingt an deine Geschichte dranhängen. Sehr gerne. Mit auch einem Zoom-Meeting. Und zwar, also das ist ein Video, das müsst ihr euch dann alle in den Shownotes mal reinziehen. Das habe ich von ntv.de. Zoom-Meeting, und da sind dann also auf dem Bildschirm, der da gezeigt wird, was weiß ich, wie viele Leute sind da, so 10, 15, 16 Leute, also immer nur so kleinere Vierecke zu sehen von dem Einzelnen, von jedem Einzelnen, der da dabei ist bei dem Meeting. Und der Typ, um den es geht jetzt, da ist ja immer einer, der sich peinlich benimmt. Der Typ, so geil. Es ist jetzt nicht nur so geil, dass der Typ im Auto sitzt, das hast du ja auch gerade eben erwähnt, Beef, von deiner Story, dass der im Auto sitzt während des Zoom-Meetings, sondern dass der Idiot, nachdem er irgendwie 2 Sekunden, 3 Sekunden noch im Auto zu sehen war, schaltet er sich dann einen Bürohintergrund dazu und fährt dann Auto die ganze Zeit mit diesem scheiß Bürohintergrund. Aber Lenkrad oder was? Nein, kein Lenkrad. Aber was, Jungs, was ist auf jeden Fall zu sehen, weil es ist ein gesetzestreuer Bürger gewesen. Der Anschnallgurt. Ja. Der sitzt angeschnallt an seinem Schreibtisch. Herrlich. Und guckt dann auch immer mit dem Kopf immer so rechts, links. Und du denkst so, was ist das für ein Honk, der da irgendwie an seinem Schreibtisch sitzt und irgendwie einfach reichlich bescheuert aussieht. Außendienstbüro. Also, ja, sehr, sehr geil. Schaut es euch bitte an. Großartig. Eins der wirklich schönen Videos, die man im Moment sich angucken kann. Also mir kam bei der Geschichte vom Beef auch noch so ein Witz von Olli Schulz. Das habe ich irgendwo in den sozialen Medien von Olli Schulz erzählt bekommen. Ist wahrscheinlich nicht sein Witz, sondern einer seiner Lieblingswitze. Der kann das sicherlich besser erzählen, wenn er das ja so ein bisschen nordisch macht. Aber der hat auch was mit Buttfucker 3000 zu tun. Irgendwie ein Typ kommt in den Knast, erster Tag im Knast, ne? Und natürlich tierisch Schiss vor den Begrüßungsriten, die da so herrschen, steht unter der Dusche. Und dann kommt ein anderer Kerl rein und sagt, so, mein Freund, dich reiten wir jetzt mal hier richtig schön ein.
Und dann sagt er, oh Gott, scheiße, scheiße. Und dann sagt er, willst du mit Spucke oder ohne? Da sagt er, ja, wenn schon, dann besser mit Spucke, ne? Da tut's nicht so weh. Da sagt er, hey, Spucke, komm rüber, der neue will ein Dreier. Den hat er irgendwo, habe ich den aufgegriffen. Und wenn er das erzählt, ich liebe ja, wenn diesen nordischen Slang, passt da ganz gut zum Buttfucker 3000. Also ich hätte jetzt noch was nicht direkt mit Spucke zu tun hat, sondern aber vielleicht doch die Mundfeuchte ein bisschen erhöht. Ja. Hervorragend. Vor allem so eine kleine Trainingshülse. Ja, das ist irgendwie... Die sind aber schön. Genau. Die sind wirklich schön. Ich habe das hier, Dr. Sammer, bitte, kann ich dir das mal rüberreichen? Eine Sekunde, ich muss gerade das Fenster öffnen. Also man muss mal jetzt dazu sagen für die Hörer, es schifft gerade wie Sau. Genau, deswegen wird mein Arm auch so nass. Also, ich warte. Ich warte noch ein bisschen. Also, geht's noch, Yves? Es geht noch. Ich hab ja aber keinen Öffner, ehrlich gesagt. Echte Freunde. Ja, dann gib wieder her, ich mach's auf. Ja, komm, Beef, hält den Arm nochmal raus. Ja, ja, komm, dann geh mal raus. Geht das? Ja, ja. Ich hätte Duschgel mitbringen sollen. Gib das mal dem Sommer. Und dann, also wirklich, das ist so eine typische Bauarbeiter-Bierflasche. Nur in klein, ne? In klein, so wie aus dem Puppenhaus. Also ist eigentlich nur 0,3, ne? Ist gar nicht so klein, aber die sieht so zierlich aus. Genau. Und könnte noch darauf hinweisen. Dann tu mir den Gefallen und das schifft auch hier rein. Schon wieder hier tropft es schon im Hintergrund. Ja, dann lass das mal auf der anderen Seite reinstanden seid. Haben wir noch einen für den Prolo? So, das muss ich am besten. Kommst du da besser ran? Das ist ja alles heute ultra komplex. Ich bin froh, wenn wir alle wieder hier in der Kiste sitzen. Kurz kurbeln hier. So. Dann gibt es hier auch nicht so... Ui, das sieht aber schick aus. Jetzt habe ich aber nasse Finger. Manchmal schifft das hier. Wir haben nassen Arm. Ich habe nasse Finger. Was soll das denn heißen? Hast du noch mal Öffner gleich hier? Spucke, komm rüber. Naturtrübes, obergäriges Bier. Der Neue hat nasse Finger. Was ist denn hier? Gaffelwies. Genau, ich habe das, kennt das auch nicht. Das scheint was Neues zu sein irgendwie. Also erstmal fand ich die Flaschen ja ganz putzig. Dann ist es jetzt auch, wie wir letztes Mal schon hatten, dann einen Wies. Jetzt von Gaffel, also trinken wir uns einmal durch die ganzen Kölner Brauereien. Ja, das Einzige, also ich meine, das Bier ist natürlich ganz lecker und das Etikett ist hochinteressant mit hellblau, das sieht man ja auch nicht so oft. Aber was so ein bisschen deplatziert wirkt, finde ich, ist schon dieser Honk da auf dem Etikett rechts mit seinem Bier in der Hand. Was stellt der da? Ich meine, also wahrscheinlich. Was hat der für eine Hose an? Sieht aus so ein bisschen wie bei so einem Cowboy, wo die noch so Leder... Sieht eher aus als wie so ein Peniskäfig, den der Dings mal dabei hat. Kommt sehr auf sein Bier. Das ist das Bauchtäschchen. Ja, vielleicht ist das ein... Ist das ja, doch. Aber nicht nur vorne, das auch an den Seiten. Das sieht alles irgendwie ziemlich bescheuert aus. Wahrscheinlich moderne Pluderhosen. Nein, das ist doch ein Kürbis. Das ist ein Kürbis. Genau, vorne das... Also Bauchtäschchen kenne ich ja nur... aus meiner Freizeit. Ja gut, aber der Kürbis, der hat dann bitte schön auch ein Tablett in der Hand zu haben und zwar mit nicht nur einem Bier drauf, entweder sondern Kürbis 10. Entweder ein Kürbis oder ein Stricher. Also. Na, aber der Kürbis bringt ja in der Regel frisch gezapftes rum und das hier ist ja jetzt Flaschenbier. Darauf, also, wie auch immer. So, also, Prost. Darauf Prost. Prost. Und ich habe ja schon probiert, ich fange dann einfach mal direkt mit dem nächsten Beitrag an. Wir hatten das schon mal irgendwie so am Rande, meine ich, bei irgendeinem eurer Beiträge in der Vergangenheit, dass man ja ausatmen schon durch den Hintern kann. Aber da wir waren uns irgendwie einig, dass das mit dem Einatmen noch irgendwie nicht so richtig funktioniert. Es gibt aber Säugetiere, die können schon im Notfall Sauerstoff über den Darm aufnehmen. So, und das ist jetzt erstmal für diese Tiere keine große Neuigkeit. Da gibt es bestimmte Fische wie Schmerlen, Welse und Seegurken, die das können. Das ist ein Fisch? Ich dachte, das ist ein Gemüse. Nein, Seegurken. Das ist echt ein Fisch. Sie sind im Wasser unterwegs. Boah, das ist krass. Was ist denn eine Bildungslücke? Ja, sieht halt aus wie eine Gurke, so ein bisschen größer und liegt auch eher rum, als dass er ständig schwimmt. Also die können mit ihrem Darm atmen offensichtlich. Und jetzt, passt auf, jetzt wird's echt interessant, denn es gibt jetzt eine Studie, die wurde veröffentlicht in der Fachzeitschrift Med. Und das ist eine Studie von Wissenschaftlern oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Tokyo Medical and Dental University. Und demnach ist das eine Technik, die in Kürze auch Menschen zugutekommen könnte. Also, sprich, es besteht die Aussicht, dass wir nicht nur über unseren Hintern ausatmen, wie wir es jetzt schon können, sondern dass wir
auch einatmen können. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich dann meinen Darm wie so einen Rucksack auf dem Rücken tragen? Oder also ich habe ja mal so einen Schnorchel zur Ansicht mitgebracht. Es ist folgendes. Nein, pass auf. Buttfucker 3000. Pass auf, Leute, das ist jetzt nicht so wie beim Zelten mit der Luftmatratze, wo du dann so einen Blasebalg dir irgendwie hinten reinschiebst und dann einer tritt und bläst dich auf. Ist dir das beim Zelten schon mal? Ich hatte auch gerade überlegt, wie so deine Campingabende ablaufen. Vielleicht mal den Zeltplatz wechseln. Nee, Spucke, der Neue braucht Hilfe mit dem Zelt. Nee, Leute, ihr seid, was sind das hier für Anwandlungen, die ihr habt? Das also ist diese ja Folge ist auf jeden Fall schon feste im Arsch, würde ich sagen. Das wird auch nichts mehr. Ja, das war bestimmt auch jetzt in puncto irgendwie das ist nicht, korrekt. Nicht ganz genderkonform. Das ist nicht korrekt, das stimmt. So, aufgepasst. Ich sage euch jetzt, was für eine Technik das ist. Es geht hier um, wie gesagt, Wissenschaftler, die das machen. Und die gehen eben nicht mit dem Blasebalg hin und auch nicht mit einer elektronischen Pumpe. Die haben jetzt erstmal Tierversuche gemacht und haben bei Mäuse, Ratten und ich glaube auch Schweinen die Sauerstoffzufuhr reduziert und haben ihnen dann erstmal auch in Gasform Sauerstoff irgendwie in den Darm gepustet. Wie sie das, Darm. wie sie das genau gemacht haben, keine Ahnung. Jedenfalls hat das tatsächlich dazu geführt, sie haben dann noch irgendwie, um die Blutzirkulation anzuregen, mussten sie noch irgendwie die Darmschleimhaut irgendwie erstmal entzünden. Mein Gott. Und, aber dann hat das wohl funktioniert. Dann konnten diese Tiere, die da diese Sauerstoffzufuhr bekommen haben, wohl länger überleben als anscheinend andere, die das nicht bekommen haben, die dann wahrscheinlich übel krepiert sind. Und da man aber das so bei Menschen nicht machen kann, haben sie es dann ein bisschen anders sich überlegt und haben in einem zweiten Experiment den Tieren einen flüssigen Sauerstoff mittels einer chemischen Substanz, die Perflunafen heißt, haben sie das eben ausprobiert. Und das hat auch funktioniert. Ja, die Tiere haben länger überlebt. Und die Wissenschaftler hoffen jetzt, dass diese Methode eben auch in klinischen Studien an Menschen getestet werden können. Und das wäre vielleicht auch, ihr beschwert euch ja auch häufig darüber, dass ihr ein bisschen Ebb im Portemonnaie habt, das wäre vielleicht auch was für euch. Da gibt es nämlich immer ordentlich Asche, wenn man bei solchen klinischen Studien mitmacht. Vielleicht habt ihr Lust, euch da so ein bisschen nützlich zu machen, der Menschheit zur Verfügung zu stellen. Jedenfalls, ihr müsstet wohl nach Japan dafür. Und man möchte das jetzt aber ausprobieren. Und da gibt es dann jetzt hier auch ein Zitat. Bei so einer wissenschaftlichen Veröffentlichung äußern sich auch immer andere Wissenschaftler. Und Caleb Kelly von der Yale School of Medicine sagt, das ist eine provokante Idee und diejenigen, die das erste Mal von ihr hören, werden erstaunt sein, sagt er. Doch, es handele sich um eine vielversprechende Therapie, wenn man nämlich zum Beispiel an Covid-19 denkt, wo vielleicht Beatmungsgeräte knapp sind, ja, da könnte man dann stattdessen eben dieses Perflunafen irgendwie einführen und den Leuten therapeutisch dadurch helfen. Wind einhauchen. Wind einhauchen. Darmwind. Ja. Darmwind. Ja, was haltet ihr davon? Also ich sag mal, in tiefster Verzweiflung ist der Mensch ja zu vielem fähig. Also wenn es noch klassische Beatmungsgeräte gibt, wäre das meine Präferenz. Aber gut, ich meine, so eine Backup-Lösung ist halt immer opportun. Backup-Lösung, ja, sehr schön. Wenn das Kind einmal im Brunnen gefallen ist. Dann ja, also ich meine, viele Dinge, die im ersten, wenn sie entdeckt wurden, im ersten Ansatz vielleicht komisch aussahen, weiß der Teufel, was draus wird, werden vielleicht irgendwann mal Routine. Ich habe mich ja eben noch gefragt, als du das so berichtet hast, was so der Vorteil ist, von durch den Darm einzuatmen. Also mir fiel dann spontan erstmal nichts ein, das mit dem Corona, beziehungsweise mit der nicht oder mit der extrem schlechten Lungenfunktion, sage ich jetzt mal, ist natürlich ein Aspekt. Aber wie geht es dann weiter? Also irgendwie versucht man damit dann nur die Zeit zu gewinnen, um gegebenenfalls, wenn die Lungenfunktion wieder aufnimmt, um dann einfach das quasi als Überbrückung in Anführungsstrichen zu nutzen. Ja, also das genau, so verstehe ich es auch und ich meine, ich bin ja, ich verstehe von vielem was, aber von Medizin nicht so viel und
man kann sich aber jetzt mal so als Laie ja schon vorstellen, wie du schon sagst, stell mal vor, ein Organ ist vielleicht temporär nicht zu gebrauchen und du kannst es komplett durch was anderes ersetzen, vielleicht jetzt nicht komplett, da hier steht, dass es irgendwie eher ergänzend ist, aber das würde doch zumindest irgendwie, hört sich so an, als ob man Zeit gewinnen könnte. Also hast natürlich dann möglicherweise fiesen Mundgeruch danach. Ja, wenn die Flasche zu weit aufgedreht ist, auf jeden Fall. Ja. Muss er aufstoßen. Also man muss auf jeden Fall auch mal festhalten, eure Kommentare sind wieder belegt dafür, dass wir wirklich keinen Alkohol brauchen hier im Podcast, um das Niveau total in den Graben zu fahren. Und angesichts der Tatsache, dass wir heute wieder auf unserem Stammplatz stehen und auch am Sonntag statt am Samstag wie letztes Mal, sind wir uns auch einigermaßen sicher, dass wir heute nicht wieder von der Polizei gestellt werden. Deswegen haben wir die Flaschen schon auf. Ich habe mich eben nämlich gefragt, wie lange wir heute zögern und abwarten, wie die Situation sich hier entwickelt am Parkplatz. Aber vielleicht schießen sie ja heute mal. Ja. Ja, dann sollen sie den Sommer halt einfach mal hochnehmen, aber mir vorher Bescheid sagen, damit ich das für unsere sozialen Medien filmen kann. Sonst lohnt der Tod nicht. Boah, heute wird es aber echt übel. Ich frage mich, was hier los ist. Ich habe jetzt mal, komm, das kann ja so nicht weitergehen. Ich bringe euch mal hier was Unverfängliches aufs Tapet. Es fängt zwar auch an, also der Autor, der gute Matthias Kirsch von der Zeit, schreibt ja am 8. Mai einen netten Artikel, Langeweile in der Corona-Krise, es kann nur einen geben. Dummerweise ist der Artikel durchsetzt von Sachen, die ihm da irgendwie auch noch eingefallen sind und ich musste zu der eigenen Geschichte, eigentlichen Geschichte, ich fasel hier mir einen Wolf, also um zu der eigentlichen Geschichte vorzudringen, musste ich hier tatsächlich viel Text wälzen. Es ist aber nun so, wir befinden uns in einem US-amerikanischen Kleinstädtchen, nämlich Lincoln in Nebraska. Und dort ist am 24. April diesen Jahres etwas vorgefallen, was hauptsächlich aber nicht nur mit Poolnudeln zu tun hat. Mit was? Mit Poolnudeln. Kennst du doch, diese Schaumstoffdinger. Ja, ist gut. Was man eben so im Pool dabei hat. Es ist nämlich so gewesen, wir sind alle leicht Quarantäne geschädigt oder hier so siechen zu Hause vor uns hin. Und ähnlich ging es auch dem guten Josh Swain, einem 22-jährigen Studierenden aus Arizona. Der hat nämlich auch versucht, irgendwie über die Langeweile hinwegzubekommen. Und jetzt ist es ihm nämlich nicht gelungen, leider, sich in den sozialen Netzwerken auszubreiten. Denn sein Name, der offenbar Josh Swain, scheint häufiger vorzukommen, der war nicht mehr in der von ihm gewünschten Form verfügbar. Also kam er auf die glorreiche Idee, Leute bei Facebook, die auch Josh Swain heißen, in eine Gruppe zu packen. Und er schrieb die Herrschaften an, dass er sich gerne mit ihnen um das Recht, diesen Namen zu benutzen, prügeln wolle. So, das Ganze nahm dann tatsächlich Fahrt auf. Ja, wir kennen die sozialen Medien und schätzen sie dafür, dass Schwachsinn immer am besten gepusht wird. Und tatsächlich kamen dann Leute zusammen und man fing an, das zu organisieren und es wurden auch dann mit und mit Regeln festgelegt. Und dann hat man sich zwischenzeitlich entschieden, dass alle Joshs teilnehmen durften, egal mit welchem Nachnamen, ist ja auch, man will ja offen sein. Und tatsächlich, Sorry, das Ganze mit dem Ziel, dann den Namen exklusiv benutzen zu dürfen, oder? Offenbar, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ja, exklusiv tatsächlich. Und der gute Mann dachte sich, ja, komm, fährt er tatsächlich mal an den Ort des Geschehens, der halt auch groß angekündigt wurde, und hat da so eine kleine Gruppe an Bekloppten erwartet. Dummerweise oder beziehungsweise dankenswerterweise tauchten aber knapp 1000 Leute auf. Und dann ging es eben mit Schaumstoffnudel um die Nutzungsrechte des Namens. Also ein Mit Schaumstoffnudeln? Ja, wie lange wollen die sich halt haben sich halt mit Poolnudeln gegenseitig. So Poolfight Club. Sind das dann wenigstens die Poolnudeln? Es gibt die ja auch, die haben dann am Kopf noch so ein Gesicht dran und dann machen die auch Geräusche, wenn man die so wedelt. So. Ja, das Gesicht sehe ich jetzt hier im Foto nicht, aber einer hat sich da geschickterweise unten auch noch einen Stab reingesteckt. Ich hoffe jetzt inständig, dass der nicht ganz durchgeht. Die effektivsten sind die mit Bleirohr drin. Nee, aber es ist auf jeden Fall, alles ganz super gelaufen. Die Leute kennen sich ja zumindest vom Namen her alle.
Und wer hat denn nur gewonnen? Na, Josh. Ja, pass auf. Und tatsächlich hat sich noch, na, das waren ja alles Joshs und tatsächlich ist dann noch ein zweiter Josh Swain aufgetaucht. Und die beiden haben sich dann per Steinschere Papier über die Namensrechte geeinigt und gewonnen hat unser Josh und hat dann aber als erste Amtshandlung dem anderen Josh auch die weitere Nutzung des Namens erlaubt. Und witzigerweise, war natürlich, es war auch noch ein kleiner Josh und der kleinste Josh hat dann, wurde beschlossen, der kleinste Josh gewinnt den Kampf. Ja, der war also noch im Kindesalter, meine ich. Ich habe jetzt mich hier ein bisschen verzettelt in diesem länglichen Artikel, wo es irgendwie um Gott und die Welt noch geht. Und hatten sich alle lieb. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es mit den Masken gehandhabt haben. Auf dem Bild hier werden Masken größtenteils getragen und so eine Poolnudel lädt ja auch zum Abstand halten ein. Das war vermutlich auch mal der Hintergrund des Ganzen. Und der Josh, der das Ganze begonnen hat, was hat der jetzt am Ende davon gehabt? Spaß. PR. Ja, und die Langeweile. Ja, witzigerweise haben sie das Ganze für eine Spendenaktion noch genutzt und es kamen tatsächlich $14,000 zusammen. Wow. Und das ging dann an eine Kinderklinik in Nebraska, die da direkt um die Ecke quasi ist. Und witzigerweise, der kleine Josh hier, der das Scharmützel dann sozusagen gewonnen hat, der war als Kleinkind wohl häufiger krank und wurde auch tatsächlich in diesem Haus behandelt, was dann am Ende die Spende erhalten hat. Also, und das Haus heißt jetzt Karma. Josh Swain Kinderhospital. Nee, für 14.000 kriegst du hier kein Krankenhaus. Also ja, kriegst du vielleicht einen Grabstein. Aber ein Krankenhaus ist, glaube ich, teurer. Ne? So, da muss man schon ein paar Millionen rüberwachsen. Aber das ist ja... Aber Josh Hospital... Nee, das ja. Zungenbrecher. Das klingt nach so einer Aktion, die sich dann verselbstständigt, dass man das quasi alle Jahre wieder macht. Und das hat mich, die Tage war ja Vatertag. Und beim Vatertag, da gibt es ja auch immer diese Touren. Für mich ist das dieses Jahr durch mein kaputtes Bein so ein bisschen ausgefallen. Aber wo ich dann tatsächlich dran denken musste, ist, dass wir doch auch immer mal so Biertreiben machen wollte, was der Sommer, glaube ich, mal aus Finnland berichtet hat. Das kann man ja auch hier ganz gut auf dem Fluss. Also vielleicht kann ich das auch noch mal anregen, dass wir das irgendwie im Sommer, sofern das dann geht, Schlauchboot hätte ich, mal machen. So Biertreiben für dich, Beef. Biertreiben machen die Finnen, so wie wir das gelernt haben, einmal im Jahr an irgendeinem Tag, auch aus so einer Bierlaune heraus entwickelt. Dann nehmen die halt einfach ein Schlauchboot oder irgendwas, was schwimmt, springen irgendwo oder in Finnland in so ein fließendes Gewässer rein und trinken halt Bier. Und das heißt dann Biertreiben. Ich habe das finnische Wort leider vergessen. Ich finde das ehrlich gesagt auch viel sympathischer als dieses Rumrennen am Vatertag mit dem Wagen, weil dann da musst du ja rennen. Da musst du dich ja tatsächlich auch ein bisschen anstrengen. Also bei diesem Biertreiben im Boot, glaube ich, musst du einfach nur trinken. Genau, und dich treiben lassen und gucken, dass du ja, irgendwie dich vielleicht von Unbilder fernhältst. Aber dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen, das kam mir so in den Sinn am Vatertag, hat jetzt damit nur ansatzweise etwas zu tun, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Josh sich jetzt auch einmal im Jahr quasi zu so einer Aktion da treffen oder vielleicht sogar demnächst die Beefs und die Prollos, wer weiß. Richtig. Da, wo ich sitze im Boot, ist immer Hochwasser. Du kannst dich ja vielleicht noch von McDonald's sponsern lassen. Ja, das ist eine schöne Idee. Beeftreiben. Oh. Beeftreiben. Beeftreiben. Ja, das kann auch schief gehen. Ja. Ja, mit dem Grill auf so einem Gummiboot. Die Boote werden 30 cm Füllhöhe mit Mett gefüllt. Oh, und traumhaft. Ja. Na, jetzt wird's eklig. Ja. Sag mal, ihr habt doch hier bestimmt auch schon mal so Tests gemacht. Und ich weiß zumindest vom Beef, du hast auch schon mal den Test, Corona-Test gemacht, wo man sich das Ding so richtig ins Kleinhirn reinschieben lassen muss, ne? Ist ja nicht so angenehm. Was würdest du davon halten, wenn es da eine einfachere Möglichkeit gäbe, diesen Corona-Test zu machen? Einfach das Kleinhirn rauszerren? Nee, über den Darm auch nicht, um die nächste Frage wegzunehmen. Aber angeblich, hier hat ein findiger Unternehmer oder eine bayerische Firma, Semic RF Electronic, die haben jetzt angeblich eine App entwickelt, die per Augenscan deinen Corona-Status ermitteln wollen können. Es geht aber jetzt schon um den Virus und nicht irgendwie um den Corona-Pegel. Nein, das ist wär vielleicht auch, aber die meinen, dass sie das feststellen können, wenn du mit deinem eigenen Handy und dieser App auf diesem Handy dein Auge fotografierst, dann separiert diese App die ganzen Farben auf deiner Lederhaut
Und Corona, was glaubt ihr, welche Farbe, das ist vielleicht mal ganz interessant, hätte ich auch nicht gedacht, welche Farbe Corona im Auge hat oder laut dieser App eben haben soll? Pink. Ja, wusstest du das oder war das geraten? Habe ich geraten, weil Pink finde ich ist eine Scheißfarbe. Deswegen. Ja, nee, stimmt, rosa, also ein rosa Ton, aber modern Pink. Und es gibt einen ganz speziellen Rosaton, der dann im Auge vorkommt. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Nuancen. Angeblich ist diese App aber in der Lage, genau diesen Pink- oder Rosaton herauszufiltern und damit mit 97%iger Sicherheit zu sagen, ob du Corona-infiziert bist oder nicht. Leider gibt es auch sehr viele, insbesondere arrivierte Wissenschaftler und Augenheilpraktiker und so weiter, die das für absolut Mumpitz halten, denn es funktioniert ohnehin nur dann, wenn Corona bei dir im Auge überhaupt so eine Bindehautentzündung auslöst. Das ist in sehr vielen Fällen einfach gar nicht dabei. Das heißt, es gibt auch eine große Dunkelziffer, weil nicht jeder Corona-Befall auch im Auge sichtbar überhaupt ist. Und auch dann zweifeln sie wohl daran, dass das sicher ist, weil auch Allergien oder Überanstrengungen, ganzen Tag Homeoffice und so weiter können natürlich Bindehautentzündung und bestimmte Reizungen im Auge hervorrufen. Aber die Idee, das Ganze nennt sich Samic Eye Scan App. Die Idee fand ich irgendwie ganz cool, dass man da quasi so ein bisschen Future-mäßig dann nur noch vor so ein Apparat an Flughäfen, ja, so ein Geschäften ja, und so weiter. So ein bisschen wie bei Gattaca. Genau. Richtig. Sehr super geiler Film. Also das wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und das, obwohl Tom Cruise mitspielt. Was? Tom Cruise spielt doch da nicht mit? Doch, ich glaube schon. Nein, ich spiele nicht Tom Cruise mit. Der spielt Ethan Hawke spielt da mit. Genau. Und Jude Law. Okay, ja. Ich sollte mich nicht Tom auf Cruise so ein dünnes Eis bewegen. Vom Lächeln etwas ähnlich aus und hat die gleiche Größe wie Jude Law im Rollstuhl, aber der sitzt doch da im Rollstuhl, hat aber das gute Blut. Na, egal. Aber tut mir leid, Sammer, aber ich glaube, Tom Cruise, weiß ich nicht, wenn er nicht irgendwo in der Nebenrolle auftaucht, die mir noch nie aufgefallen ist. Nee, ich hatte jetzt schon an die Hauptrolle gedacht, aber ich habe es auch verdammt lang nicht mehr geguckt. Und Uma Thurman, auch eine sehr geile Schauspielerin. Die drei machen diesen Film aus. Und da hast du aber vollkommen recht, da gibt es auch diese Augenscans und so weiter. Und so könnte man sich das, aber wenn es funktionieren würde, wäre das doch eigentlich die Lösung. Ne? Du, Geschäfte, Konzerte, Pipapo, also wenn das wirklich, dass du, bevor du in einen Bus eintrittst, scannst du halt kurz deine Augen, dann wird noch irgendwie auf dein PayPal-Konto der Fahrpreis abgezogen und dann hast du das alles da irgendwie direkt geklärt und kannst halt rein oder eben nicht rein. Das ist ja viel besser. Wenn es hast, geht direkt eine Klappe auf und dann zack, weg. Ja, das Schöne ist ja tatsächlich, ja, die Auswertung im Labor entfällt. Das heißt, du hast sofort ein Ergebnis. Genau, ne? Sofort Ergebnis. Das ist ja das wirklich Reizvolle an der ganzen Sache. Denn ansonsten, komfortabel ist ja auch zum Beispiel dieser Spucktest. Aber da hast du halt das Ergebnis nicht sofort. Du kannst irgendwo reinrotzen. Aber du musst halt das Ding neu ins Labor schicken. So, das nee, ist, das musst du nicht ins... Wir machen den ja immer. Ja, oder... Aber du musst eine Viertelstunde warten. Okay. Ja, du hast der Sommer hat einfach keine Zeit für den Scheiß. Nee, ich gehe auch nicht mehr zur Schule. Und das wäre prima. Was ich mich gerade frage, ich denke jetzt mal so gerade ein bisschen so um die Ecke, weil ich bin, ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen genervt von Menschen, die sich wirklich jeglicher Mitarbeit bei der Pandemiebewältigung, so nenne ich das jetzt mal, entziehen wollen und jeden noch so eigentlich einfach zu machenden Test bei sich oder vor allen Dingen bei ihren Kindern zu Schulzwecken irgendwie verweigern. Irgendwie ist es eine Zumutung, ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, sich so ein Wattestäbchen in die Nase zu schieben, 2 Zentimeter tief. Und ich habe mich dann gerade gefragt, was wohl diese Menschen sich für eine Ausrede überlegen, weshalb selbst dieser Augenscan absolut unzumutbar wäre und deshalb ein solcher Augenscan abgelehnt wird. Ja, wegen Gattaca, ne? Staatliche Überwachung, ja, und genau. Herrschafts- Datenschutz, Prinzip, ja, genau. Weiß, was ich. Also, ich glaube, die Leute, die sind ja nicht immer rational unterwegs. Also, es gibt vielleicht auch solche, die sich da durchaus tiefergehende Gedanken machen. Nicht alles ist ja Mumpitz, was da so an Gedanken gut bewegt wird, aber
oftmals sind ja dann schon die Begründungen in sich so widersprüchlich, dass man einfach denkt, okay, selbst wenn du einen Punkt hättest, würde ich ihn nicht kaufen, weil deine Begründung so dämlich ist. Ja, ja, richtig. Ne? Die disqualifizieren sich dann schon durch die Begründung, nicht wegen der Behauptung. Ja, 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 richtig. Und ich finde es halt einfach, um das dann abzuschließen, ich will ja jetzt die Diskussion nicht auf Abwege bringen, aber auf der einen Seite sich da zu beschweren, dass die Kinder nicht Präsenzunterricht haben und dann auf der anderen Seite die Mittel, die genau dafür sorgen sollen, dass Präsenzunterricht wieder stattfindet, dann hardcore-mäßig abzulehnen. Also das ist, irgendwann ist das Verständnis endlich. Ja, also das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum ich diesen Artikel ganz interessant fand, auch wenn das jetzt vielleicht so nicht funktioniert, aber ich glaube, um aus dieser Situation, in der wir gerade sind, rauszukommen, wird man schlicht und ergreifend irgendwelche pragmatischen Wege brauchen, die uns mit dem Virus leben lassen und trotzdem wieder zu einer Normalität zurückkehren lassen. Denn einfach so verschwinden wird es wahrscheinlich nicht, aber es muss halt irgendwie ein guter Mittelweg gefunden werden, dass man halt gesundes Maß an Sicherheit da gewährleistet, ohne dass man sich da jetzt jedes Mal, was weiß ich, Blut abzapfen lässt oder, ne? Und naja, schauen wir mal. Ja, Sie hörten Ben Drosten, der Corona-Podcast. Genau, unbekannte Bruder, der damals nicht auf Virologie, sondern genau, der Dauerbesoffene, der Philologie studiert hat. Ja. Falsch abgebogen. Ja. Ich habe aber was, geht es auch um Corona, aber eher im Nachgang. Also das ist... Im Nachgang oder im Abgang? Ja, sowohl als auch. abkippen quasi. Also es geht um die Stadt Dieburg, das ist so im Hessischen, Darmstadt-Dieburg, die Kante, also irgendwie Rhein-Main-Gebiet im weiteren Sinne, sage ich jetzt mal vorsichtig. Genau, da hat der lokale Bürgermeister hat auf dem Skatepark in Dieburg hat er einen LKW voll Rollsplitt verteilen lassen auf dem Boden, damit da keiner mehr fährt. Die Begründung war, dass sich immer wieder Gruppen jüngerer Leute in dem Skatepark getroffen hätten, die nicht zum Skaten oder auch zum Abhängen dort gewesen seien. Und das sei wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht erlaubt. Die da, nicht zum Skaten da gewesen sein. Das heißt, er hat den einzig legalen Nutzungszweck unterbunden. Genau. Und jetzt kann man da nur noch saufen. Und abhängen. Jetzt kannst du nur noch saufen, genau. Und was war das für ein Typ? Ist richtig schlau. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister Frankhaus. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister heißt Frankhaus, also sei hier auch mal zitiert. Und die Stadt hätte vorher schon Ordnungshüter hingeschickt, um dann hätte den Park auch mit Flatterband abgesperrt, hätte ein Hinweisschild angebracht. Doch die Absperrungen seien niedergerissen oder umgestoßen worden. Und dann hat die Stadt zu den drastischen Maßnahmen gegriffen und hat einfach 1 bis 2 Zentimeter Rollsplitt aufgetragen, damit niemand mehr skaten könne. Seitdem kämen kaum noch Leute. Und jetzt passiert, also wo Skater sind, kommen Zuschauer und Freunde und das passiert jetzt nicht mehr. Sehr schön ist, also es gibt dann auch relativ viele Reaktionen schon auf den sozialen Medien. Da beschweren sich die allermeisten, sagen halt so sinngemäß, das kann ja wohl nicht sein, dass so einer der letzten Treffpunkte für junge Leute jetzt auch noch dicht gemacht wird. Und eine andere Nutzerin kommentiert, Dieburg ist unser Nachbarort, dank dieser Maßnahme ist unser Skatepark jetzt doppelt so voll. Und genau. Und das Schöne ist, dass der Bürgermeister dann auch noch sagte, in der FAZ hat er es gesagt, es gibt eine Regel. Und ich muss dafür, das ist jetzt Zitat, es gibt eine Regel. Und ich muss dafür sorgen, dass diese Regel eingehalten wird. Auch wenn auf dem Skateplatz wahrscheinlich keine große Infektionsgefahr bestand. Es sei nicht seine Aufgabe zu entscheiden, ob das Gesetz vernünftig sei. Seine Aufgabe sei es, das Gesetz anzuwenden. Klingt wie so ein Deutschlehrer, der dir einen Klassenbucheintrag wegen der Lappalie gibt. Ja, gut. Ja, ich finde so ein bisschen, also mir ist da im Geiste so ein bisschen das Wort Kadavergehorsam ins Hirn gerutscht. Das ist vielleicht ein bisschen starkes Wort jetzt in dem Zusammenhang, aber also ich finde das eine extrem bittere Geschichte, ja, dass dem nichts Besseres einfällt, als da Rollsplitt drauf zu kippen. Ja, mein absolut Gott. Beef. Was treibt solche Gestalten um? Also ich kenne jemanden, der sagt immer, selbstständiges Denken ist nicht verboten. Ja. Und Entschuldigung, wenn ich Bürgermeister bin, ja, natürlich bin ich irgendwo an Recht und Gesetz gebunden, aber ich bin in einer Position, wo ich auch durchaus meinen Menschenverstand einsetzen kann und wo kein Kläger, da kein Richter, ja, dann lässt das halt, wenn er sagt, da ist kein Infektionsrisiko, dann lässt das halt, solange da keiner kommt und ihn jetzt von Kadi zerrt, weil er das Ding nicht dicht macht.
kann er es auch einfach lassen. Ist das überhaupt mit der Rollsplit-Verordnung vereinbar? Ja, das ist eine gute Frage. Nee, es ist wirklich, ich finde sowas, also eine extrem bittere Geschichte, dass also dann auch so ein Bürgermeister von einer Stadt wie Dieburg da irgendwie meint, das wäre jetzt die Lösung für das Problem. Also das ist unfassbar. Erstmal löst das Problem, das verlagert es in den Nachbarort, das ist das eine. Ja. Da ist schon mal, da kann man vorher drauf kommen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und das zweite ist halt, also das ist, es kann doch nicht sein, dass, also quasi, also gerade, ich finde, also das meine ich wirklich ernst, also gerade Teenager und Jugendliche sind mit die maximal Gekniffenen jetzt bei dieser ganzen Pandemie, weil die seit einem Jahr nicht raus dürfen und nichts machen dürfen. Gerade in dem Alter ist ein soziales Kontakt wirklich wichtig und, Vielleicht ist er ja auch einfach nur linguistisch verirrt gewesen. Ich dachte so, was gibt's in einem Skatepark? Rollbretter, Rollschuhe, ja, Rollsplit, genau. Ja, aber Beef. Das, ich kann mich aber sowas kann mich echt aufregen. Das ist wirklich scheiße. Richtig, vor allen Dingen, was jetzt vorausgesetzt, ja, in der Nachbargemeinde ist dann auch nichts, wo die hin können. Dann treffen sie sich nachher irgendwo drin und da ist dann die Infektionsgefahr sonst wie groß. Ja, aber ja, dann kommt der Bürgermeister und kackt in den Verteilerkasten, dann gibt es Fernsehverbot. Ja, genau. Ja, weil man soll doch froh sein, dass sie sich an der frischen Luft treffen. Ja, so. Da geht schon mal los. Das ist schon mal der erste Schritt. Und der zweite, ich kann ja trotz allem in Anführungsstrichen Ordnungshüter, Ordnungsamt, wen auch immer mal hinschicken und sagen, Leute, komm, achtet auf die Abstände. Das kann man in einem vernünftigen Tonfall machen und dann kommt man seiner Pflicht nach und das ist auch dann alles in Ordnung. Und ich behaupte auch, dass die allermeisten der Jugendlichen tatsächlich keine Ärsche sind, sondern einfach ganz normale, nette Menschen, halt jugendlich. Und mein Gott, wenn ich das gelesen habe, da kriege ich echt Puls. Mhm. Zu Recht. Schlimm. Kann ich verstehen. Ja. Naja. Ja, so ist es. So, das. Also bitte gerne, wer will, Bürgermeister Frankhaus der Stadt Dieburg-Dissen. Okay. Das klingt für mich. Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Ja. Das klingt für mich so ein bisschen wie diese Leute, die, wenn sie irgendwas nicht kriegen, das dann kaputt machen. Ja, genau. Ja. Ja. Wir verlieren das Spiel, aber wir treten den Wiesenrasen kaputt. Ja, genau. Ja. Genau. Genau, das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Zitat. Und irgendwie haben wir heute ganz ungewollt und ganz gegen unsere eigentlichen Gewohnheiten echt einen Corona-Tag. Ich hab hier auch was ins Programm genommen, was mit Corona zu tun hat. Das habe ich vor allem auch ins Programm genommen, weil ich mal wieder einfach total hoffe, dass unser lieber Ben Cartwright gleich wieder einen veritablen Wutanfall kriegt. Okay, da brauche ich aber noch was zu trinken. Ja, dann nimm noch mal einen großen Schluck. Ich hätte auch noch eine Flasche Wies, wenn du willst, oder? Ich weiß nicht, ob noch einer geladen hat, sonst muss ich in mein Heck greifen. Ja. Ich habe leider heute nichts im Angebot. Aber nicht ich habe noch, eine, ich hab noch einen Eimer Rollsplit. Den kann ich euch gerne. Also wenn du was ächzen willst, du kannst auch bei mir hier noch, obwohl dann ist das Corona-Konzept bei uns wieder am Arsch. Nein, du hustest mit zu viel. Nein, Quatsch. Durch alle Öffnungen. Ja, aufgepasst. Also ich fange langsam an, damit der Ben so ein bisschen Zeit hat, auf Touren zu kommen. Ja. Impfen. Ja, Impfkampagne nimmt Fahrt auf, habe ich hier gefunden. Bei ntv.de wie so oft. Und derjenige, der den Artikel hier schreibt, das ist ein Kommentar, der Jan Gänger, der fängt auch, leitet das schön ein, sagt, das ist ja irgendwie wegen Corona auch so, ne, dass diejenigen, die in sozialen Netzwerken, Instagram vor allem, ne, so wo der Ben sich dann auch gern drüber aufregt, gern etwas posten von sich, spektakulär irgendwie, ein Selfie, sonst wo. Die sind auch so ein bisschen gekniffen, ne, weil man darf ja nicht raus. So, und jetzt gibt es aber Abhilfe. Stichwort Impf-Selfies. So, da schreibt er jetzt... Ah Gott, ich weiß schon, wo... Oh. Ich freue mich. Ich könnte jetzt schon am Hervortreten der Augen bei Ben, könnte ich schon seinen Corona-Status feststellen. Ja, wir lassen ihn aber das Rosa. Er atmet schon durch den Darm. Drück den Deckel bei ihm bitte noch ein bisschen drauf, damit noch ein bisschen Dampf, ein bisschen Druck entstehen kann. Ich erzähle mal weiter. Der nennt das jetzt hier statt Selfies schon Vexis, das finde ich schon geil. Ja, denn diese Vexis, die werden jetzt bei Twitter, Instagram, Facebook und so weiter überall hochgeladen, wo einem bekannte oder wildfremde Menschen, wie er hier schreibt, den entblößten Oberarm in die Kamera halten. Selbstverständlich stilecht mit Pflaster. So, und jetzt vielleicht ganz kurz, er schiebt hier noch ein, ich will jetzt auf keinen Fall den Druck vom Kessel beim Ben Cartwright nehmen, die Erleichterung ist groß über eine Impfung, das kann er verstehen.
aber er findet gleichwohl angesichts der Häufung das Ganze unnötig, unangemessen und unsensibel. So, bevor ich jetzt hier weiter vortrage, was der Autor hier so für Argumente vorbringt, mal eure Meinung zu dem Thema. Ich komme mal mit der Gegenmeinung, weil wir sind ja jetzt am Durchimpfen und ich glaube, dass das bei so 60-70% wahrscheinlich die Biege macht. Und ich bin der Meinung, dass möglicherweise das Impfposen, wie ich es nennen mag, vielleicht noch den einen oder anderen, der sich nicht entscheiden kann, ob er sich nun impfen lässt, vielleicht überzeugt. Aber was weiß ich denn schon? Also gar kein schlechtes Argument. Das ist eigentlich ein gutes Argument, das stimmt. Das habe ich hier noch nicht gelesen. Ben? Ja, also ich glaube, das Argument vom Prollo ist genau das Argument, was mich wiederum darüber aufregt, weil warum wird es die Leute motivieren? Weil du damit mit solchen Fotos ja letzten Endes dann auch so ein Impfneid hervorrufst. Ne? Und dann siehst du das bei irgendwie, was weiß ich, Chantal aus Reda Wiedenbrück zeigt ihren durchlöcherten Arm und das Pflaster. Und dann will Jennifer aus dem Nachbarort will dann auch so ein Foto in die fucking sozialen Medien reinbringen. Also es geht gar nicht unbedingt um das Impfen, sondern halt irgendwo auch zu dieser Elite zu gehören. Das ist ja immer irgendwas Exklusives, was die damit verbinden. Ich zeige was Exklusives. Der Beef hat Glück, dass es nicht regnet, weil der Sammer lässt ihn regelmäßig am langen Arm verhungern. Ja, der Beef ist schon wieder also ein Bierchen. Ich zitiere mal Angela Merkel. Sie machen also nichts außer Selbstdarstellung? Ja. Vielleicht ist das das einzige Argument, dass man diese ganzen Instagram-Vögel dann und wie auch immer dann überhaupt über diese Ecke dann kriegt, Mensch, ah, da toll, da kann ich mir wenigstens Selfie kann ich von mir posten, wie ich da super mit meinem Dings da an die Ecke hänge. Das, aber ansonsten, ey. Oh, ja, ich muss jetzt ganz kurz natürlich auch noch die Meinung hier vom Jan Gänger zum Besten geben. Der knüpft genau an das an, was der Ben Cartwright gesagt hat. Der sagt, das Problem ist einfach, dass es Millionen Menschen gibt, die so schnell wie möglich geimpft werden wollen, die vielleicht auch Druck haben, weil sie noch nicht mal irgendwie chronisch krank sind, aber vielleicht mit der familiären Situation überfordert sind oder super viel Druck haben. Sie haben Kinder zu Hause, sie wollen auch endlich aus dieser Situation raus und mit dem Impfen sind ja auch eben Erleichterungen verbunden. Ja, und man führt das denen so ein bisschen vor die Nase, ne? So ein bisschen, schaut mal her, ich habe hier schon die Freiheiten alle, und es entsteht eben so eine Neidsituation, wie der Ben das eben auch gerade dargestellt hat. Und das ist einfach, sagt er, unsensibel, und ich kann es nachvollziehen, ich kann sowohl nachvollziehen, ne, wenn man selber Druck hat, vielleicht auch, weil man chronisch krank ist, und dann kriegst du eine Impfung oder du kriegst den zweiten Pieks. Und dass du es dann vielleicht der ganzen Welt mitteilen willst, da habe ich durchaus Verständnis für. Das bringt schon eine Erleichterung mit sich. Aber es ist halt auch nicht von der Hand zu weisen, dass andere dann vielleicht so ein bisschen stinkig sind und sagen, ja super, und ich bin noch lange nicht dran. Ne? Sind dann auch posten auch Leute, die aus irgendwelchen Gründen, die überhaupt nicht erkennbar sind, wieso die jetzt eigentlich schon geimpft werden. Dann denken wir, was hat der denn jetzt schon die Impfung gekriegt? Was ist mit dem? Ja, ich darf in diesem Fall mal die Kategorie des Einwurfzitats hier einführen im Podcast. Und aus dem WDR nämlich, so berichtet der Leiter des Kölner Impfzentrums von einer Familie, die erklärt habe, sie seien alle Mediziner und müssten deswegen als Mitglieder der höchsten Priorität sofort geimpft werden. Die hatten sich für die Aktion sogar extra weiße Klamotten besorgt, so der Herr Doktor gegenüber dem WDR. Bitte weitermachen. Ja, großartig. Also, ja, der Druck ist groß. Den Kommentar kann man abschließen hier. Er sagt noch mit seinem letzten Satz, weist er noch darauf hin, der Impfschutz wirkt übrigens auch ohne Selbstdarstellung. Genau, und das ist vielleicht nochmal der Punkt, den ich elaborieren möchte. Ich habe überhaupt nichts gegen Leute, die sich aus welchen Gründen auch immer impfen lassen. Das ist ja alles, da verspüre ich auch keinen Neid oder sowas, ne? Weil ich selber hadere so ein bisschen, ich würde mich auch impfen lassen, suche jetzt aber auch nicht alle Mittel und Wege, um jetzt 10.000 Abkürzungen zu nehmen, weil man auch so ein bisschen ungewiss ist. Jeder, der diese Entscheidung für sich aktiv trifft und eine Gelegenheit hat, sich impfen zu lassen, so what? Mein Problem ist tatsächlich, so diese Selbstdarstellung, und das trifft jetzt aufs Impfen natürlich zu, wie auf alles andere auch, weil
auch wenn ich mich schon länger mit den sozialen Medien beschäftige, ich merke immer wieder, und du kommst immer wieder an dieselben Punkte, du kriegst keine Follower, du kriegst keine Likes und so weiter, wenn du nicht ständig dich selbst darstellst. Ne? Und dieses ganze Volk wird zu einem Volk der Selbstdarsteller. Du siehst überall, ich habe das schon oft erzählt, die Leute, die alles, was sie tun und lassen, ob sie scheißen gehen, ob sie impfen, ob sie was weiß ich was, dann immer von sich in die sozialen Medien stellen. Und, das habe ich auch schon oft gesagt, auch unsere lieben Medien, die wir hier immer zum Besten tragen, ich weiß nicht, wie euch das geht, berichten ja ständig darüber. Das ist halt auch leichter, wenn du mal kurz auf Twitter guckst. Ja, also bei jedem zweiten Artikel dies und das und jenes, wie auf Twitter zu lesen war. Genau, die überhöhen das dann auch noch und sagen, oh, guck mal hier, so Riesengeschichte. Und was ist die Riesengeschichte? Sie deuten irgendwas in so einen Social-Media-Post rein, der dann irgendwie, was weiß ich, so und so Corona vom die Chantal aus Reda-Wiedenbrück ist Corona vom Haken gesprungen oder vom so, warum? Weil man dann irgendwie bedeutet, ah, die hat sich impfen lassen oder so, ne? Das wird dann so völlig überhöht, man klickt dann da drauf und denkt so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also das ist jetzt die ganze Quelle, also das auch für unsere Presse- und Medienvertreter, so diese sozialen Medien, die total manipulativ unterwegs sind, dann immer so auch ohne jeglichen Faktencheck dann so wiedergeben und erhöhen. Das ist eigentlich das, was mich dann nochmal aufregt. Ja, aber oder halt auch Einzelmeinungen als Volkeswille darstellen. Das ist ja dann auch sowas. Also wenn irgendwie die Chantal aus Reda-Wiedenbrück 500 Millionen Follower hat, dann ist das wohl richtig. Dann hat das Gewicht. Dann hat das Gewicht, obwohl, wer weiß denn, wer diese 500 Millionen Follower sind. Das können ja noch mehr Chantals aus Reda-Wiedenbrück sein. Das ist ja, du hast das ja jetzt so quasi aus deiner Sicht beschrieben. Du musst dich quasi selbst darstellen, um irgendwo gesehen zu werden. Der Umkehrschluss liegt ja auch nahe, dass man eigentlich nur noch Selbstdarsteller sieht, weil die anderen sieht man ja nicht. Ja, und das ist nämlich so das wie den sympathischen Ben aus B, der hier sein Twitter-Profil fleißig pflegt und ich habe 10 Follower. Ja, und ist immer zu nett zu den Leuten. Ja, und guck über die YouTube. Ja. Und du musst ja gar nicht, guck doch 8 von den 10 sind nämlich meine Bots. Das kommt auch noch dazu. Genau, und der andere ist, der ist irgendwie, also die meisten kennen mich oder sind irgendwelche Fake-Dinger. Nein, aber guck doch unseren Podcast an. Also ich meine, wir sind ja jetzt wir haben nichts super Exklusives, aber wir sind ein netter, kleiner Podcast und ich höre viele Podcasts und es gibt echt viele Podcasts von irgendwelchen YouTube-Leuten oder Influencern oder sowas. Da höre ich auch immer mal rein, um zu hören, wie machen die das und so. Das ist ja auch durchaus motivierend. Und dann denke ich so, ja gut, das ist jetzt auch nicht so viel spannender, ne? Aber die haben nebenbei noch ständig ihre Fresse auf Twitter, ihre Fresse auf Instagram und ihre bewegte Fresse bei YouTube. Und füttern damit im Endeffekt so Nukleus, die ziehen sozusagen ihre Fans in ihr Leben rein und dann haben die auf einmal auch Interesse an dem Podcast. Und wir haben uns ja entschieden, dass wir das in dem Maße schlicht nicht wollen. Und das ist auch völlig legitim, finde ich. Das macht aber unser Produkt nicht schlechter. Wir machen es ja eh für uns, aber es macht es ja nicht schlechter. Aber die Sichtbarkeit ist total reduziert, weil genau aus dem Grund, den der Prollo sagt, man sieht halt nur noch die ganzen Selbstdarsteller. Du hörst ja lieber den Podcast an oder den YouTube-Kanal an von einem, der dich so scheinbar in sein perfektes oder unperfektes oder wie auch immer geartetes Leben reinlässt. Ja, Ben, da gebe ich dir recht, aber Qualität setzt sich durch. Das wirst du sehen, das wirst du auch. Das wird Ende auch sind unseren, wir die wird auch, vielleicht, wird auch zu unserem vielleicht Podcast. Ist das jetzt nicht Last die Folge. Podcast Standing. Qualität setzt sich durch. Ja. Und ich möchte jetzt, damit wir dieses Thema dann auch abschließen können, möchte ich jetzt aber dann noch etwas anschließen. Einen sachdienlichen Hinweis mehr oder weniger, der genau dazu passt zu dem Thema, aus dem Express kommt. Und wo die Jungs vom Express sagen, was sie jetzt auf keinen Fall machen sollten, wenn sie frisch geimpft sind. So, und das ist nämlich das Posten auch noch des Fotos von dem Impfpass. Warum? Ja, ist ja recht naheliegend. Da sind dann vielleicht Unterschriften zu sehen, Stempel zu sehen und auch die Aufkleber von der Impfdose. Ja, und das könnten Betrüger nutzen, um eben Impfpässe zu fälschen, also Chargennummer, Stempel, Arztunterschriften und so weiter zu fälschen. Und das ist noch nicht alles. Also ich dachte soweit, als ich das gelesen habe, ja, das ist ja jetzt eigentlich irgendwie noch nicht so, das ist gut zu wissen, ja, aber da das ist jetzt nicht so wahnsinnig besonders. Aber das muss man noch weiterdenken. Das hat hier tatsächlich der
Express, der wahrscheinlich das nur von dpa übernommen hat, sehe ich hier gerade am Ende MT, dpa, egal. Aber das finde ich jetzt mal, und das finde ich wirklich mal ganz interessant, da bin ich jetzt erstmal gar nicht drauf gekommen. Du kannst ja Nebenwirkungen melden, wenn du geimpft bist. Mhm. An das RKI oder Paul-Ehrlich-Institut ist es, genau genommen. Das ist total wichtig für die Verträglichkeit, um das wissenschaftlich zu ermitteln, wie diese Mittel ankommen. So, und du kannst jetzt, wenn du dann diese Chargennummer hast von einem Foto von irgendeinem Impfpass aus dem Internet, von Facebook oder sonst wo, kannst du da jetzt quasi dich melden und Fake-Nebenwirkungen angeben. Und jetzt mal ganz ohne Scheiß, ich bin jetzt mal ein bisschen undiplomatisch, diesen ganzen Typen da Twitter, sondern Instagram? Nee, nicht Instagram, dieser andere Kanal. TikTok. Nee, auch nicht TikTok. ZDF? Taliban. Nee, mit ZDF meinst du sicher? Weil das sind doch die das Publikum von ZDF. Die sind aber bei Twitter. Telegram, ja, Mensch, danke, Prollo. Also wenn man mal verloren ist, das braucht hier in dem Podcast unglaublich. Telegram meinte ich natürlich, weil da sind die ganzen, sage ich mal, Impfgegner, Querdenker und so weiter, Reichsbürger besonders unterwegs, bestimmt nicht nur. Ich möchte jetzt nicht dieses ganze Portal in Misskredit bringen. Aber das traue ich denen ohne weiteres zu, dass die hingehen, Chargennummern sammeln und dann irgendwelche Fake-Nebenwirkungen melden. Denn das habe ich tatsächlich auch selber mitgekriegt durch Zusendung von diversen Clips, Videos und weiß nicht was, die zumeist über Telegram bei Bekannten aufgelaufen sind. Da wird eine Energie reingesetzt, um Fake News zu verbreiten. Das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man mal hingeht, und ich kann nur jedem empfehlen, sich die Mühe zu machen, wenn er mal irgendwie ein auffälliges Video oder so kriegt, einfach mal im Internet zu recherchieren. Ist dieses Video authentisch? Ist das irgendwie geschnitten? Ist das irgendwie so geschnitten, dass derjenige besonders doof da steht? Und so weiter. Man kriegt sehr viel selber raus, was für eine Scheiße das alles ist. Und ich traue denen auch ohne weiteres zu, dass die versuchen, die Impfkampagne in Misskredit zu bringen, indem sie da dann Nebenwirkungen melden, die es überhaupt nicht gibt. Ja, oder die überhaupt nicht aufgetaucht sind, sagen wir mal so, in Wirklichkeit. Ja. Und klar. Und das ist jetzt das eine. Das Letzte, was sie auch noch bringen, was ich auch noch ganz interessant finde und was wissenswert ist, wenn man das postet, die Facebook und Co., die haben diese Infos dann. Man weiß, dass die diese Infos auswerten, um auch werbewirksam irgendwie irgendwas machen zu können. Und dann kann gerade in den Anfängen jetzt der Impfkampagne mal schnell auf eine Vorerkrankung geschlossen werden. Und diese Info wird dann eventuell weiterverkauft. Ja? Du weißt dann nicht mehr, was für Schlüsse aus dieser Impfung, die du besonders früh gekriegt hast, gezogen werden und wer diese Infos irgendwann mal auf dem Tisch liegen hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, sachdienlicher Hinweis, keine Impfpässe fotografieren und posten. Das ist echt absolut nicht zu empfehlen. Die Nummer kennt man doch auch schon von den ganzen Konzertticket fotografieren, ja, dann die dann ihre Konzerttickets von irgendwelchen begehrten Konzerten im Internet posten und nicht mehr reinkommen, weil irgendwer sich den Barcode geschnappt hat. Ja, was man dagegen sehr gut posten kann, sind Bierflaschen, und damit da noch ein zweites Foto oder noch ein zweites Fläschchen aufs Foto kommt, haben wir jetzt nochmal hier ein Peroni Nastro Azzurro Italiana rausgeholt, Qualità Superiore. Wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, aus Rom offensichtlich. Ich habe das in Italien mal getrunken und das gibt es hier regelmäßig in einem Discounter meines Vertrauens. Und auf den Schock eine kleine Schluckimpfung. Eine kleine Schluckimpfung, das habe ich noch nie getrunken, habe ich noch nie gesehen. Ich kenne Peron, aber Peroni? Nee. Ja. Ist natürlich im Vergleich zum Wies jetzt deutlich herber. Ich finde, italienisches Bier, genauso wie italienischer Wein, schmeckt immer so ein bisschen dünn. Ich weiß nicht, ich mag ja mehr so die Sporn, ja, aber also beim gut. Wein kann ich es jetzt nicht so bestätigen. Beim Wein, ja, vielleicht habe ich mir den falschen Italiener. Vielleicht musst Wein. Du den auch mal aufhören, im Discounter zu kaufen. Nee, vielleicht den kaufe ich sage jetzt nicht wo. Musst du aufhören, erst wenn die uns sponsern. Musst du aufhören, Rotweinschorle zu trinken. Wieso? Cola Rot. Ach so, traumhaft. Ist doch die beste. Ah, echter Genießer.
Ich hätte noch was, geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, was wir eben mit Fake News und sowas hatten. Und zwar Ergebnisse einer PISA-Studie, dass viele Jugendliche können Fakten und Meinungen nicht unterscheiden. Ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Punkt. Also das Hintergrund ist, dass im Rahmen der PISA-Studie alle möglichen Kompetenzen abgefragt werden bei Kindern und Jugendlichen und eben auch die Kompetenz der Medien oder der Wahrnehmung von oder der Lesekompetenz, was letzten Endes auch heißt, welche nehme ich die Inhalte von den Texten wahr, kann ich sie einordnen etc. Und heute, und das ist eben das, was auch so ein bisschen an das anschließt, was du gerade berichtet hast, sag mal, ist ganz entscheidend ja die Fähigkeit, glaubwürdige Quellen im Netz von unglaubwürdigen zu unterscheiden. Mhm. Und das ist eine ganz wesentliche Fertigkeit, sage ich jetzt mal. Das heißt, ein mündiger Leser, das ist jetzt ein Zitat, auch ein mündiger Leser, das ist im 21. Jahrhundert einer, der nicht nur verstehen, sondern auch einordnen kann. Und da schneiden die deutschen Schülerinnen und Schüler tatsächlich relativ schlecht ab im Rahmen dieser PISA-Studie, wie das festgestellt wurde. Und zwar können 45% der Schülerinnen und Schüler sind nicht in der Lage, in einem Text Fakten von Meinungen unterscheiden. Und nur rund die Hälfte gab zudem an, das Erkennen subjektiv gefärbter Texte im Unterricht zu lernen. Das heißt, das Thema wird auch offensichtlich überschaubar intensiv behandelt im Unterricht. In den USA und Dänemark, die jetzt hier als Vergleich rangezogen werden, finde ich auch ganz schön, weil USA wird ja, was das Bildungssystem angeht, ist ja eher so ein bisschen, eher so einen negativen Touch, zumindest da wird belächelt, auch die Breite, zumindest mal die staatlichen Schulen, das ist, wenn man in den USA viel Geld hat, kann man da sicherlich eine ganz hervorragende Schulbildung erhalten. Dänemark wiederum eher von der anderen Seite, dass da so durchaus im ganz skandinavischen Bereich, aber eben auch in Dänemark, dass da das schulische Lernen doch relativ angesehen und hoch angesehen ist. Also in beiden Ländern lag die Quote, die in Deutschland bei deutschen Schülerinnen und Schülern bei 45% lag in beiden Ländern bei ungefähr 70%, also schon deutlich drüber. Und und das finde ich tatsächlich einen ganz, ganz schwierigen Ansatz. Also wenn sich dann quasi immer mehr Inhalte, also das Lesen von Inhalten ins Digitale wandern und verabschieden, wie auch immer, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass man da im Prinzip sich so ein bisschen, dass man da so einen Kompass hat, um da so ein bisschen durchzuschippern und da das Wichtige vom Unwichtigen trennen zu können oder eben auch ganz wichtig, also Fakten und Meinung, weil da gibt es ja schon, ist ja schon was Unterschiedliches. Mhm. Genau, da wird jetzt hier auch seitens des der Bundesbildungsministerin, die hat da schon auch Sorge. Das heißt, da ist also sicherlich noch viel Luft nach oben. Was nicht hundertprozentig jetzt eingeschätzt werden kann als Ergebnis, ist, weil die Daten für diese Studie wurden 2018 erhoben, also vor der Pandemie. Und jetzt können Sie noch nicht einschätzen, wie die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der noch stärkeren Verlagerung in Richtung digitale Kompetenzen, wie weit sich das ausgewirkt hat. Es kann sich positiv ausgewirkt haben. Es kann sich aber auch negativ ausgewirkt haben. Das ist so ein bisschen schwierig. Nochmal, auch für die vier Herren hier, die jetzt im Podcast sind. Wer ist denn der andere? Ja, für alle vier. Also ich habe mich jetzt mal mitgezählt. So. Ja, doch. Ich wollte mich jetzt nicht außen vor lassen. Weil generell gilt, Mädchen lesen deutlich besser als Jungen. Und es ist tatsächlich auch ein Unterschied, ob es eher privilegierte Elternhäuser sind oder aus schwierigen Verhältnissen. Aus schwierigen Verhältnissen, die lesen deutlich schlechter wiederum als die aus privilegierten Verhältnissen. Und auch insgesamt sogar sagt die Frau Karliczek in dem Fall, die das vorgestellt hat, dass ein Fünftel der 15-Jährigen kaum in der Lage ist, Texte zu verstehen. Also nur zu verstehen, noch nicht mal Fakten und Meinungen etc. Das ist ja schon die zweite Stufe dann quasi. Ja, sagt die das oder meint die das nur? Ja, das ist eine gute Sache. Oder hast du das überhaupt richtig verstanden? Ich frage mich ja schon, ich will jetzt das Ergebnis der Studie nicht schmälern, nee. Aber ich frage mich ja seit Jahren, ob wer eigentlich überhaupt auf diese PISA-Tests noch Bock hat, weil seit Jahren geht ja irgendwie dieser Geist um, dass Deutschland da ständig abkackt. Und als Schüler, wird man eigentlich da auch für benotet für das Testergebnis oder ist das quasi so außer der Reihe? Weil ich frage mich gerade, weiß ich nicht, was kreuzt es halt an, so wie sie es haben wollen, ja?
Ja, ja, das ist natürlich, glaube ich, ein grundsätzliches Problem von allen Befragungen oder Umfragen, dass man da natürlich dann einfach manchmal, also dass man nicht weiß, wie ernsthaft werden die Sachen ausgefüllt oder wird es da bunt irgendwas angekreuzt, was vorgegeben werden kann. Andererseits weiß ich das ja in der Marktforschung, dass ja durchaus grundsätzlich erstmal bekannt ist und dass dann ja auch in der Regel bestimmte Fragewiederholungen drin sind, um die Ergebnisse, die man vorher erzielt hat, also ein bisschen zu verifizieren. Also das denke ich, bei einer professionellen Marktforschung ist das grundsätzlich erstmal eingebaut. Aber natürlich, das Problem kann natürlich sein. Ja, schon, aber wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, es geht ja um die Frage, Schüler können irgendwie Fakten, Meinungen nicht unterscheiden. Da wird man ja jetzt nicht die Schüler gefragt haben, könnt ihr Fakten oder Meinungen unterscheiden, sondern man wird den Fakten und Meinungen geliefert haben, man wird da irgendetwas draus, ja, die werden daraus irgendwas hätten, ja, machen müssen. Ja. Ja, so wie es Känguru-Tests und weiß nicht was bei Mathe gibt, musst du dann halt irgendwelche Aufgabenstellungen lösen und daraus wird dann die Antwort abgeleitet. Da gehe ich jedenfalls mal von aus. Also ich sag mal, die haben das falsch angegangen, ist meine Meinung, ja. Und da sind wir wieder bei Inception, ja, wir drehen uns so. Ja, aber es ist tatsächlich, also wie gesagt, unabhängig jetzt von den Ergebnissen, also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, also dass man sich schon, also man muss, also die Kunst, Dinge zu erkennen und Sachen zu verstehen und auch zu sagen, das hier ist jetzt Stuss oder das ist nicht sauber recherchiert oder da fehlt irgendwas. Also ich glaube, das ist schon eine ganz wesentliche Fertigkeit. Schon da kritisch ranzugehen und zu sagen, alles, was da steht, muss also, nicht auch richtig sein, sondern vieles ist auch einfach mal dahingerotzt, weil die Medienvielfalt, die bringt ja auch einher, dass einfach eben nicht, haben wir eben schon gesagt, die journalistischen Grundsätze angewandt werden und auch selbst von etablierten Medien über Bord geworfen werden. Ja, aber das sieht man doch auch schon bei Erwachsenen, aber nicht nur bei Schülern, oder? Das wäre die spannende Frage, die ich mir notiert habe. Ich hätte auch gerne mal bei Erwachsenen. Ja. Vielleicht sieht es da noch schlimmer aus. Wer korrekt, weiß das schon. Das hatte ich mir auch notiert auf meinem Zettel, dass die spannende Frage ist, ist es nur bei Schülern so oder ist es bei Erwachsenen genauso? Ne? Also ich kenne durchaus auch, also auch ältere Menschen, sogar noch schlimmer. Die, also die auch die, was weiß ich, Presseerzeugnisse, also die für die die Bäckerblume und Geo exakt die gleiche Gewichtung haben. Also das, wo ich sage, wenn es da drin steht, wenn es gedruckt ist, wird es wohl stimmen irgendwie. Ne? Ja. Das ist ja so ein bisschen so diese, so ein bisschen blind hinterherrennen. Und wer schreibt, der bleibt. Sowas in der Art. Und das ist halt, ja, das ist schon schwierig irgendwie. Und da sind wir auch wieder, jetzt kriegen wir wieder hier Ben wieder ein bisschen Impuls. Also das ist ja auch so ein Influencer-Thema. Ne? Auch da wird ja nur Meinung rausgehauen, wird aber als Fakten verkappt gerne mal. Und das und auch vor allem als Fakten aufgegriffen. Ja. Das ist ja das, was mich so aufregt, dass das Ding gelingt, sonst würde dieser Beruf des Influencers ja gar nicht existieren, auch ihren Einfluss auszuüben, indem sie irgendeine Scheiße raushauen. Und ich sehe das an meinen eigenen Kindern, ich weiß nicht, wie bei euch das ist, die kommen mir dann immer, und jetzt kauft meine Tochter, ja, schönen Gruß, die kauft dann auf einmal eingelegtes Knoblauch. Da hätte ich dir wahrscheinlich vor einem Jahr hätte gesagt, bah, wie eklig, so eingelegte Knoblauchzehen. Und dann holt sie das und will da auf einmal noch Tabasco reinschütten. Und dann sagt sie, ja, das ist ein Trend. Das ist ein Trend. Ne? Das machen jetzt alle. Mhm. Die essen jetzt, und das schmeckt auch ganz gut tatsächlich. Aber die macht das nur, weil es ein Trend ist. Und das ist ja total harmlos. Ja. Aber es gibt so viele Trends. Ja, pass mal auf. Die Trends setzen doch immer noch wir. Ich würde mal sagen, wer sich das oral nicht antun will, kleiner Tipp von mir. Geht auch hinten rein, ja. Da schließt sich der Kreis. Tabasco. Einfach mal eine Pulle Tabasco ansetzen und dann gluck, gluck, gluck. Und dann tief einatmen. Ja. Also wir haben irgendwie heute auch eine rektale Sendung. Was rektal beginnt, muss auch rektal. Die anale Phase. Apropos rektal. Mein Handy flippt hier gerade total aus. Ich habe das schon in der Hand, weil wir ja noch was vorbereitet haben. Aber das flippt hier total auf, weil der HSV hat gerade zum dritten Mal in Folge den Aufstieg verkackt. Und die sagen sich wahrscheinlich auch ganz rektal. Scheiße. Ich habe da aber einen Spieler rektal. Der HSV, der wollte nächste Saison mit Köln in einer Liga spielen. Ja, leider, ich fürchte auch. Aber als HSV-Fan hast du es auch nicht leicht. Also bin ich zum Glück nicht. Ja, aber in echt ist das einfach gerade nur eine ziemlich subtile Unterwanderung der ersten Liga. Du musst doch mal gucken, nächstes Jahr HSV, Schalke, Köln, zweite Liga. Die bauen in echt über diese Super League oder wie auch immer das Ding hieß, nicht geklappt hat. Das schaffen hier gerade Köln, Hamburg, Schalke viel subtiler, viel geschickter. Ja, super zweite Liga, genau. Können sie noch Bremen mit runternehmen, die sind auch attraktiv, finde ich.
Da das war noch das Nordderby in der zweiten Liga. Kann man ja hoffen, dass Bielefeld drin bleibt in der ersten. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, Bielefeld, langweilige Kiel erste Liga. Hoch, Fürth hoch. Da haben die dann nur noch Kruppvolk rumrennen. Ja. Wer will denn Bielefeld gegen Bochum sehen, wenn man dann irgendwie HSV, FC und so weiter sehen kann? Genau. Der Prollo ist auch schon ganz, ganz narrig. Schönes Gestümper auf dem Platz. So, pass auf. Ui. Schön. Das ist ja auch so eine Schiffssirene. Und wir wissen, was das zu bedeuten hat. Nämlich, es ist Quickie Time. Ja, der Herr Sammer zückt den Stift und die Unterlippe zuckt schon. Ja, heute hat es dann tatsächlich jetzt das erste Mal, dass wir hier diesen schönen Alarm einsetzen und gleich haben wir auch... 10 Minuten zu spät, nur um dich zu beruhigen, aber ich wollte den Beef nicht unterbrechen. Ach so. Scheiße, ich war's wieder. Wir haben doch schon wieder gute zehn Minuten überzogen. Dann hat das Konzept dieses Alarms brutal funktioniert. Ja. Der sollte eigentlich komme, was wolle, um nach einer Stunde angehen und dann, ich wollte den Beef, aber nicht unterbrechen. Also man merkt, dass wir möglicherweise alle Zivis sind, dass wir uns von so einem Alarm nicht weiter irritieren lassen. Ja, der hätte gerade angesetzt, da von der Studie zu berichten und dann dachte ich so, das ist jetzt sehr unhöflich. Ja, das danke ich dir auch sehr für. Ja, das wäre auch wirklich unhöflich gewesen. Aber okay, jetzt dann passt es ja noch viel besser, wenn wir schon 10 Minuten drüber sind, dass ich einen brutal kurzen Quickie habe. Und zwar, ihr erinnert euch vielleicht, letzte Sendung war es, glaube ich, oder war es vorletzte, dass in Bali da die Influencer abgeschoben wurden, weil sie da mit aufs Gesicht gemalter Maske in Supermarkt rein sind und so blöd waren, das zu posten. Und jetzt irgendwie sind sie fort. Zumindest einer von beiden, glaube ich. Und jetzt ist wieder Bali und es geht wieder um eine Abschiebung. Aber diesmal geht es um tantrische Ganzkörperorgasmen für 20 Euro. Oh. Und zwar gibt es da einen Kanadier, also ist nicht der Ben Johnson, sondern ist der Christopher Kyle Martin, der offensichtlich auf Bali irgendwie einen Yogakurs oder mehrere Yogakurse angeboten hat. Und dann ist er irgendwie auch auf die Idee gekommen, einen Yogakurs anzubieten, im Zuge dessen er tantrische Ganzkörperorgasmen versprochen hat. Online hat er das beworben. 20 Euro finde ich einen Schnäppchenpreis. Also dafür, dass du hier Beef, tantrischer Ganzkörperorgasmus, also 20 Euro nur, hört sich wirklich... Kriegst du bei unserer Sendung umsonst. Ja. Ja. Gibt es denn auch so einen Halbkörperorgasmus für einen Zehner dann? Ich weiß es nicht, aber es hört sich jedenfalls am Schlagerpreis an. Ja. Und das finden die auf Bali aber nicht lustig. Solche Aktivitäten könnten dem Ruf von Indonesien und Bali als Urlaubsziel schaden. Es ist respektlos gegenüber Balis Sitten, erklärte Gouverneur Iwayan Costa, oder wie auch immer man den ausspricht, bei einer Pressekonferenz. Und er sagte dann noch in Richtung hier von Christopher Kyle Martin, wenn Sie jemals zurückkommen möchten, müssen Sie unsere Sitten respektieren. Jo, also ich muss sagen, ist ja eigentlich eher ein Argument, nach Bali zu kommen, aber... aber der Mindestpreis ist doch auf 49 auf jeden Fall Euro zu kommen. Festgelegt. Das Problem ist, wenn die Verhütung nur aufgemalt ist, dann ist das ja auch wieder doof, ne? Aber ich bin noch bei dem Begriff, was ist denn ein tantrischer Ganzkörperorgasmus? Also kommt es dann überall raus? Was wir machen können, wir können den Christopher Kyle Martin ja vielleicht mal anschreiben. Wir müssen mal gucken, wie der zu finden ist. Der hat doch bestimmt auch einen Instagram- und einen YouTube-Kanal. Ja, aber dann der müsst ihr das machen. Ich habe keinen Instagram-Account. Bestellst einfach mal einen tantrischen Gesamtkörperorgasmus per Zoom. Wir legen auch zusammen, Chris, von jedem von uns. Jeder schmeißt einen Fünfer rein und du hast das Vergnügen. Ja, aber das Einzige, was mir daran... Musst aber filmen, musst vloggen. Was mir daran aber nicht gefällt, ist, dass das Ganze ja durch Yoga passieren soll. Und ehrlich gesagt, also mit meiner Beweglichkeit und Yoga, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Ach komm. Ich würde da schon ganz gern unfallfrei wieder rauskommen aus der Nummer. Aber der kriegt das hin mit dir. Ein toller Typ. Der balische Yogi. Ja, aber was man mal hinterfragen muss, also haben die da jetzt so ein extremes
eine extreme Regierung. Ich habe mich gar nicht mit Indonesien so befasst, dass die da so durchgreifen jetzt gegen diese... Ja, vor diese, allen Dingen wird dauernd abgeschoben. Also, ja, dass die da so ja. sehr... Also sehr, Influencer abschieben kann ich im Prinzip nachvollziehen. Also habe ich schon Verständnis für. Aber ich glaube, Indonesien ist tatsächlich, also ich habe mal das schöne Wort gehört oder diese schönen zwei Worte, gelenkte Demokratie. Mhm. Da kann man sich was drunter vorstellen. Also es ist... ist das jetzt ein neuer Kurs da oder ist das einfach generell... Ich glaube, das ist schon immer irgendwie ja. so... nicht kein ganz freier Staat. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine reine Demokratie, wo das Wahlergebnis auch von allen anerkannt wird, sondern nicht rein, sondern lupengelenkt. Nur von den Leitenden okay. zur Kenntnis genommen wird. Sagen wir es mal vorsichtig. Ja, aber ich meine, das sind ja auch mit Abschiebung, hat ja auch immer was mit Abschottung zu tun und so, dass sie sich dann jetzt mehr und mehr, bei den Influencern haben wir ja noch gejubelt, aber jetzt muss ich gestehen, kann ich auch nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Ja, wenn sie ihm Ordnungsgeld verpasst hätten, irgendwie, ja. keine Ahnung. Ja. Also, aber direkt abschieben. Und ich könnte, obwohl, der war auf Bali oder wo ja, war der? Ja, Bali. Bali ist ja eigentlich, weil ich glaube, Indonesien ist insgesamt zu größten Teil ein muslimischer Staat. Da ist das ja mit Sexualität in der Öffentlichkeit so ein Thema. Der macht das ja nicht in der Öffentlichkeit. Der aber Bali das doch nur ist an, ja freier. Also das ist, oder sag mal, hat er das in der Öffentlichkeit gemacht? Nein, der hat sind das alle in der Öffentlichkeit nein, bekommen, der hat das, oder was? Vielleicht reicht ja anbieten. Der in der Öffentlichkeit, im Internet. Der hat das, nur der hat das online beworben, so steht es okay. hier. Ja. Das, okay. das mag sein, ich möchte ja auch gar nicht kritisieren, dass das nicht zu deren Werten, Sitten und so weiter passt. Das muss man ja auch respektieren. Ja. Nur wie gehe ich dann damit um? Muss ich dann jemanden direkt aus dem Land schmeißen? Ja. Oder gehe ich dann einfach hin und sage, hör mal, du kannst jetzt mal uns mal einen Monatsumsatz als Strafe zahlen oder ja, so. Ja, du bleibst jetzt mal schön beim Standardorgasmus, du Honk. Genau, mal hier bei der Stange bleiben. Na gut. Okay. Also ich hoffe, das neue Quickie-Jingle hat dir gefallen, Sommer, auch wenn es ein bisschen zeitverzögert kam, aber das ist das Soziale, das ist ein sozialer Counter hier. Das Konzept, das hat voll geklappt, das hat, ich bin begeistert. Ja. Guck, der Himmel wird auch schon langsam blau. Ja. Ach, dann haben wir es doch geschafft für heute. Ich bin kurz vor einem tantrischen Gesamtkörperorgasmus. Oder gehe ich aber raus. Oh, ich muss dringend pullern, siehst du? So, hat so dann haben jeder wir alle unseren Spaß und beenden diese Sendung und wünschen euch eine schöne Zeit mit Voll in die Presse und bis bald. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ben Cartwrights tantrischen Gesamtkörpermassagen für 35,99. Hier im Bus. Yogi Ben. Okay. Schön. Ciao, ciao. Tschüss.